Inzwischen sind wir mit unserer Bierführung in der Korngasse angekommen. Auf dieser Korngasse, Ecke Fischerstraße, haben wir noch ein ganz wichtiges Gebäude, das Rote Einhorn oder Rote Hirsch. Und der hatte einen super Nachbarn in der Fischerstraße, direkt an der Ecke, Professor Lampatius. Sie wissen, der Erfinder der Gaslaterne auf dem europäischen Festland. Und wenn ich Berliner bei mir dabei habe, dann fangen die natürlich immer an mit Streiten und sagen, wir in Berlin oder Linden haben doch eher die Gaslaterne gehabt. Wo ich sagen muss, nein, so war es nicht. 1811 brannte dort unten an der Ecke die erste Gaslaterne und in Berlin war es erst 1825. Und den Berlinern gebe ich ja noch einen ganz leichten Spruch mit auf die Reise. Gott schuf die Menschen und ließ sie wachsen, dann kam der Teufel und schuf die Sachsen. Und sein besoffener Diener schuf die Berliner. Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, da habe ich Freunde bis zum Schluss. Inzwischen sind wir an der alten Mensa, früher mal das Schwarze Ross. Und wer sich den Eingang vom Schwarzen Ross genau anschaut, das war früher mal eine Ausspanne. Wenn die Bauern zum Markt fuhren, stellten sie ihre Wagen auf dem Markt ab. Die Pferde durften nicht dort bleiben, die brauchten eine Unterkunft. Und hier im Schwarzen Ross, eine von vielen Ausspannen, wurden die Pferde untergestellt. Es gab berühmte Leute, die in Freiberg studiert haben, unter anderem Alexander von Humboldt. Und interessant ist nachzulesen, Alexander von Humboldt war bei uns eingetragen als Ausländer, Studium selbst bezahlend. Ja, er war Preuße, damit war er in Sachsen Ausländer. Und es war selten für einen Preußen, dass er in Sachsen etwas bezahlt hat. Auf unserer Reise durch Freiberg, auf unserer Wanderung auf dem Bierweg, sind wir inzwischen am Fortunabrunnen angekommen. Und das Schöne an diesem Kunstwerk ist, dass der Künstler in den Fuß die Persönlichkeiten eingearbeitet hat, die sich um diese Stadt besonders verdient gemacht haben. Zwei möchte ich hervorheben. Das ist Markgraf Otto, später Otto der Reiche. Ohne ihn hätte es die Stadtgründung Freiberg nicht gegeben. Und unseren großen Künstler, unseren großen Orgelbaumeister Gottfried Silbermann. Von 1711 bis 1714 hat er die erste große Orgel gebaut hier im Freiberger Dom. Wir setzen jetzt unsere Wanderung der Peterstraße entlang fort bis zum Hilligerhaus. Es muss natürlich noch geklärt werden, wie viel Bier durfte jeder Freiberger Bürger brauen. Dazu hatten sich die Freiberger Stadträte etwas sehr Einfaches einfallen lassen. Steuern wurden nach zwei Größen gezahlt, nach dem Vermögen und nach dem Jahreseinkommen. Und wer am meisten Steuern zahlte, durfte am meisten Bier brauen. Es war aber eine Kannbestimmung, kein Muss. Und es gab ein Haus, einen Eigentümer von Freiberg, der durfte 7 Biere brauen, also 70.000 Liter. Und das war Hilliger. Hilliger, eine ganz alte Dynastie in Freiberg, die betrieben ein ganz seltenes und in Europa begehrtes Gewerbe. Es waren Glockengießer. Und wer Glocken gießen kann, kann auch Kanonen gießen. Und das war in Europa natürlich sehr begehrt. Er hat vorrangig in Österreich gearbeitet, in Graz. Und Hilliger braute in Graz nach freibergischem Muster Bier. Und seit dieser Zeit gibt es in Österreich gutes Bier. Tja, meine Damen und Herren, auf unserer Reise durch Freiberg auf dem Weg des Bieres sind wir angekommen am alten Brauhaus. Mitte des 19. Jahrhunderts, industriell-technische Revolution in Deutschland. Und ich werde oft gefragt, wo ging es los? Hier bei uns in Sachsen ist es losgegangen. Und wenn Sie früh erwachen und den Tag beginnen, dann beginnen Sie mit sächsischen Erfindungen. Sie gehen Zähne putzen und nehmen ein Wundwasser und Zahnpasta, sächsische Erfindung. Sie kochen sich einen Kaffee, die Filtertüte, seine sächsische Erfindung. Und wer keinen Kaffee trinkt, nimmt einen Teebeutel, auch das ist eine sächsische Erfindung. Und wer dann zur Tageszeitung greift, hat die nächste sächsische Erfindung in der Hand. Sie wissen ja, der alte Spruch, wir Sachsen, wir sind helle, das weiß die ganze Welt. Und stellen wir uns mal dämlich an, dann haben wir uns verstellt. Viele Erfindungen auf dieser Welt haben eine sächsische Grundlage. Und Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Freiberger begriffen, das Bierbrauen in den einzelnen Häusern ist nicht mehr zeitgemäß. Und gegen viele Widerstände hat man sich entschlossen, am 11. August 1850 das Kommun-Brauen-Malzhaus inklusive Schanklokal in Betrieb zu nehmen. Mit dieser Brauerei waren wir unheimlich erfolgreich. 1989 die politische Wende. 1990 kam zu uns eine Brauerei aus dem Baden-Württembergischen, und zwar Eichbaum. Die haben uns geholfen bei der Modernisierung. Aber Sie wissen ja, das alte Brauhaus an der Grenze zwischen zwei Bundesstraßen, das Gelände lässt sich nicht erweitern. So hat man uns 1994 die Möglichkeit gegeben, eine neue Brauerei zu bauen. Im August 1994 war Grundsteinlegung, im Oktober 1995 die erste Maische eingebraut. Es ist heute die 37. größte Brauerei hier bei uns in Deutschland. Der Pilzverkauf in Deutschland Ost ist die Freiberger an 5. Stelle und in Sachsen an 3. Stelle. Und meine Damen und Herren, damit es so bleibt, gehen wir jetzt gemeinsam in das ehemalige Schanklokal, was heute der Brauhof ist, um das auch weiter zu festigen.
Und hier endet unsere Bierführung mit einer dritten Bierverkostung und einem rustikalen Abendbrot. Der Bergmann und der Hüttenmann zu jeder Zeit ertrinken kann. Das war schon so in alter Zeit, wird bleiben auch in Ewigkeit. Prost, meine Damen und Herren. Bleib wie dein Bier, lebe dein Leben, geht deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier. Natürlich, frisch, frei. Freiberger, herbfrisches Pilz.